Herz-Kreislauf-Krankheiten sind die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Würden diese früher erkannt, könnte das verhindert werden. Thoralf Niendorf und sein Team wollen mit der sogenannten Ultrahochfrequenz-Magnetresonanztomographie völlig neue Diagnosemöglichkeiten entwickeln. Damit können sie nicht nur Wasser abbilden wie bei herkömmlichen Methoden, sondern sogar Salz und Natrium. Hohe Natrium- und Natriumchlorid-Konzentrationen in der Haut sind ein Indikator für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ziel unserer Forschung ist die Entwicklung von neuen MR-Methoden. Diese sollen hier entwickelt und evaluiert werden, aber auch klinisch eingesetzt werden. Und deshalb baut unsere Forschung auf einer engen Kooperation mit Klinikern. Denn ohne das Zutun der Kliniker könnten wir die Ergebnisse so in der Form nicht verwerten. In diesem Gebäude auf dem Campus Berlin-Buch hat Niendorfs Team die neue Ultrahochfeldanlage, kurz BAF, aufgebaut. Hier stehen ihnen Scanner mit Magnetfeldern bis zu über 9 Tesla zur Verfügung. Seit 2 Jahren nutzen Wissenschaftler des Max-Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin, der Charité und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt gemeinsam diese Anlage. Niendorfs Arbeitsgruppe entwickelt Hardware für die Ultrahochfrequenz-MRT. So haben sie beispielsweise eine neue Methode für eine EKG-Untersuchung gefunden. Sie ist viel genauer, weil ihr die Interferenzen elektromagnetischer Felder nichts anhaben können. Sogenannte Multikanal-Hochfrequenz-Magnetspulen, die sie entworfen haben und mit denen sehr präzise Aufnahmen möglich sind, werden bereits klinisch angewendet. Die neuen Technologien eignen sich nicht nur für die Diagnose von Herzkrankheiten, sondern auch für Erkrankungen des Nervensystems. Wir verfolgen 2 Zielstellungen. Zunächst wollen wir die existierende Technologie in die klinische Breite tragen, um darüber die diagnostischen Möglichkeiten zu verbessern. Wir wollen uns aber auch auf die Zukunft einstellen und uns befähigen, eines Tages mit 11,7 Tesla oder 14 Tesla MR-Systemen arbeiten zu können, um die räumliche Auflösung zu verbessern, mit dem Endziel möglicherweise in Zukunft einzelne Zellen abbilden zu können.